Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit den Psardi bei Stellaris und wir schauen hier auf eine Station und eine Flotte der Quentistar. Wir haben ja gesagt, wir müssen uns mal ein bisschen umschauen hier bei unseren Nachbarn. Das ist deren Flotte. Glücklicherweise ist sie momentan ganz woanders unterwegs, nämlich im hohen Norden an der Grenze zu den Belmarcosa. Hier steht sie, also insofern gehen wir mal davon aus, dass wir momentan hier unter keiner Bedrohung stehen. Gut, ich lasse direkt auf normaler Geschwindigkeit erstmal weiterlaufen. Wir sind kurz davor, an mehreren Orten wieder Platz zu haben für mehr Gebäude. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben hier, sind gerade dabei, unsere Schiffe aufzurüsten, abzugraden. Das ist hier auch schon passiert. Die anderen fliegen hier oben gerade rüber und dürfen das jetzt dort machen. Und die Kormatani haben die Grenzen geschlossen. Und die Kormatani sind auch nicht länger ein gültiger Rivale. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich hätte gerne mehr Einfluss, denn wir können direkt mal schauen. Wir haben zwar jetzt gerade hier auf Gish ein paar Leute rübergeschickt. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Das habe ich schon wieder vergessen. Was wollten wir denn da oben machen? Wollte ich da was machen? Ach nee, da baue ich ja. Genau, auf der Station bauen wir jetzt gerade Kreuzer und verbessern. Genau, ein Kreuzer dürfte schon fertig sein. Da wollen wir diese zweite Flotte ein bisschen ausbauen. Deswegen haben wir die darüber geschickt. Und ich würde aber gerne hier nochmal schauen nach den Ansprüchen, die wir bisher gestellt haben. Denn wenn sie jetzt nicht mal mehr Rivalen sind, ich möchte trotzdem hier relativ zügig eigentlich dieses Gebiet auch für uns nochmal ranholen. Und da wäre Tunobo sehr wichtig. 112 Einfluss kostet uns das. Aber ich denke, auch da werden wir mal einen Anspruch drauf stellen. Und dann ist das wahrscheinlich der nächste Krieg hier. Dieser Bereich Tunobo wird ihn wehtun. Denn mal abgesehen davon, dass der auch ein bisschen was bringt, aber jetzt nicht so was Großartiges, ist er einfach strategisch richtig fies. Denn hier sind ihre beiden Planeten. Sie können also dann nur noch immer außen rumfliegen. Das wird diesen Bereich hier ziemlich alleine dastehen lassen. Insofern ist das, glaube ich, ganz gut. Ich würde das auch nochmal durchdrücken hier, diesen Anspruch. Aber wenn die jetzt tatsächlich keine Rivalen mehr sind und die Quentistar gerade da oben mit ihrer Flotte sind, ich habe nämlich auch gesehen, wenn wir mal diplomatisch schauen, bei diesen feindlichen, angeblich ehrenvollen Kriegern hier oben, die haben nämlich als Rivalen die Belmarcosa, die Trakposhians und uns, also quasi unsere gesamte Föderation. Und bisher sind sie nur von den Belmarcosa und von den Trakposhians rivalisiert. Insofern glaube ich, sollten wir uns da mal an die Seite unserer Leute stellen und diese Rivalität auch erklären. Das bringt uns auch nochmal ein bisschen Einflusspunkte dazu, 0,62 sogar. Insofern machen wir das mal und werden denen sagen, dass ihr ein bisschen aufpassen sollt. Was übrigens ganz schön ist, aber dabei kann ich auch... Moment, ein Problem haben wir noch, nämlich die Nahrungsproduktion. Die ist vor allen Dingen dadurch, dass wir auf Gish so viele Leute haben, die jetzt hier futtern. Falsches System. Also die ganzen Prickies hier fressen uns hier die Haare vom Kopf, glaube ich. Wir könnten auf der einen Seite mal sagen, dass wir hier auf jeden Fall mal einen Landwirt haben wollen. Da haben wir die Soldaten, bleiben trotzdem zu zweit da. Insofern können wir mal schauen, ob das schon mal was bringt. Von den minus 7 sollten da zumindest 3, 4, glaube ich, runtergehen. Und ansonsten müssen wir nochmal einen Roboter durch die Gegend schicken. Aus Teneka. Mal schauen. Ja, minus 4 leider nur jetzt trotzdem noch. Also lange Zeit ist da nicht mehr mit dem Essen. Da müssen wir gleich gucken. So, Produktion Forschungsstationen. Sehen wir das eigentlich direkt? Ich würde ja gerne mal wissen, was das bringt. So viele Forschungsstationen haben wir ja gar nicht draußen. Aber ein bisschen was wird es auf jeden Fall bringen. So, Physikforschung durch die Forscher. 25.000. Das wird natürlich dauern. Was haben wir noch? Fortschrittliche Schilde, Gefechtsrollen, Protonwerfer oder die verbesserten Forschungskomplexe. Kosten allerdings 2 Unterhalt für dieses Gas, da brauchen wir noch was. Aber das möchte ich, wir können schon Kristalle, können wir schon auf den Planeten produzieren. Da müssen wir, glaube ich, das dürfte eins der nächsten Gebäude werden, die ich gerne bauen möchte. Aber ich würde sagen, wir gehen mal diese große Physikforschungsgeschichte an. Plus 20%.
60 Monate ist natürlich mal eine Hausnummer, aber warum nicht? Ich glaube, es ist gut für alles Zukünftige. Haben wir nicht sogar einen Informatiker bei uns? Leider nicht. Nein, wir haben einen Partikelmeister bei uns. Na gut, der Informatiker ist schon wahrscheinlich vor einiger Zeit gestorben. Ich schaue noch einmal auf das Ding und das könnten wir doch mal machen. Ah, wobei, wollen wir das schon erforschen? Das Dimensionsportal auf Simtinaska. Da ist momentan ein einziger Bsaat auf diesem Planeten. Man könnte jetzt entweder sagen, ja, besser jetzt als nie. Aber, wir machen das, wenn der zweite da ist. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also nicht, dass der eine verschwindet und dann ist da gar keiner mehr. Wisst ihr, was ich meine? So, die Schiffe sind auch upgraded. Sehr gut. Und die könnten sich ja auch zusammentun. Da sollten wir auch noch mehr dazu bauen. Und wir haben noch eine Geschichte, die Zivilunternehmen. Oh, das ist auch cool. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Droidenarbeiter, Roboter, Moment mal, Sternfestung, ziviler Replikator-Komplex, den brauchen wir jetzt noch nicht, aber wir sehen schon da, also was da an Konsumgütern rauskommt, das ist schon mal ein Knaller, also dann wird das alles ein bisschen einfacher, aber mich interessiert jetzt, also gut, robotische Angriffsarmee ist das eine, das ist nicht ganz so wichtig für mich gerade, sondern die Droidenarbeiter können komplexe Varianten, das sind komplexe Varianten des Roboters und kommen oft mit vorprogrammierten Persönlichkeiten, um ihrem Meister besser zu dienen. Sie haben begrenzte Selbstwahrnehmung, können also keine Herrscherjobs und keine Spezialisten- und Wissenschaftlerjobs, aber die können dann auf jeden Fall auch die Energiejobs übernehmen. Das wäre natürlich nicht schlecht und ich glaube, ja, das machen wir jetzt auch. Das entspricht auch unserem Wissenschaftler hier. 23 Monate trotzdem, aber so ist das. So, verbessert worden ist das Teil. Wir sind hier relativ hoch, wir haben aber noch Platz für ein paar weitere Schiffe. Ja, wollen wir den Vierer Laserman nochmal bauen? Was haben wir denn jetzt da gerade in der Flotte drin? Wenn wir hier nochmal reinschauen. Also, wir haben schon 3 Kreuzer, 6 Zerstörer, 12 Korvetten. Eigentlich müssten wir jetzt ein paar kleinere Schiffe bauen, damit das irgendwie relativ ausgeglichen ist. Ich glaube, ansonsten, wenn wir da nur Kreuzer reinbauen, dann bringt uns das nichts. Also bauen wir nochmal 1, 2, 3, 4 Zerstörer und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Korvetten. Und dann schauen wir nochmal weiter. So, immer noch das Problem mit der Nahrung. Da muss ich jetzt noch einmal schauen. So, wir sollten doch auf Teneca Prime, da arbeiten schon alle in der Landwirtschaft, die da arbeiten können. Haben wir noch irgendwo Landwirtschaftsjobs frei? Hier, auf Toropia, da sind bisher nur 2, die natürlich gerne als Kolonisten hier arbeiten wollen. Das verstehe ich auch, das sollten sie wahrscheinlich auch tun. Aber dann schauen wir doch mal auf Teneca, wo auch noch Platz für Konsumgüterproduktion ist. Also ob wir hier einen Roboter, ich glaube hier arbeiten alle Roboter als Landwirte. Das ist natürlich doof, aber da muss dann halt jemand anders mal ran und da auch mal als Landwirt arbeiten. Dann schicken wir nämlich einen Roboter zu dem einen Priki und dem Bsadi, die da zusammen wohnen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber dann schicken wir den nach Toropia als Landwirt. Hat das jetzt direkt funktioniert? Ja, jetzt arbeitet da einer und der produziert 8. So, und jetzt ist aber natürlich bei dem anderen ja einer weg. Deswegen müssen wir da wieder einen. Wo war das jetzt? Hier. Auf Teneca müssen wir jetzt mal gucken, ob der sich vielleicht automatisch schon da auffüllt. Aber ich glaube, Leute wollen einfach nicht so gerne als Landwirt arbeiten. Habe ich das Gefühl, dass das der niederste Job ist, den man hier machen kann. Ja, neuer Monat, nichts da. Dann schicke ich da einen rüber. Wo ist er weggekommen? Von den Dienstleistungen und vom Handelswert. Aber es scheint noch okay zu sein. 2 Dienstleistungen ist nicht prickelnd, aber okay. Wobei bei Stabilität 61 wäre es gut, dass das, wenn das nicht zu niedrig wird. Wir haben überhaupt keine Unterhaltungsindustrie bei uns. Aber gut, wir Steine sind da auch sehr
Ja, wir brauchen das nicht unbedingt. So, hier gibt es offensichtlich ein neues Gebäude. Das ist schon mal cool. Was wollen wir jetzt machen? Wo sind wir hier? Verwaltungszentrum. Naja, Verwaltung brauchen wir jetzt eigentlich nicht machen. Also wir brauchen schon Verwaltung, aber ich glaube, was wir hier machen, dafür brauchen wir auch diese Kristalle. Für die neuen Zivilunternehmen bräuchten wir auch Kristalle. Oh, und schaut mal, also Moment mal, ist das der... Also hier steht zwei Handwerkerjobs, die Grundproduktion von 12 machen. Und hier 5 Handwerkerjobs, die Grundproduktion 30 machen. Pro Job 30? Oder insgesamt 30? Insgesamt 30 meint er wahrscheinlich, ne? Da muss ich mal einmal kurz, warte mal. Hier, die beiden machen jeweils 6,7. Ja, also insgesamt 12. Okay. Ja, stimmt das jetzt? Hier steht insgesamt... Was? Jetzt steht es hier gar nicht mehr. Stand das hier nicht gerade noch? Bin ich blöd? Habe ich da nicht gerade reingeguckt? Und da stand 30 und 12? Ich bin, glaube ich, bekloppt jetzt gerade. Aber gut, aber vielleicht steht es auch hier. Naja gut, auf jeden Fall sollten wir das vielleicht insofern jetzt mal angehen, dass wir uns hier so eine synthetische Kristallanlage bauen, die dann aus Mineralien... Wie viel macht sie? Es ist leider nur ein Job, der dann zwei so eine Dinger macht. Das ist natürlich nicht viel, aber damit können wir zwei Gebäude aufwerten. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh, und hier gibt es aber keine Dienstleistungen mehr auf der Stadt. Sehe ich gerade. Auf Reaksat. Was würde uns denn ein bisschen Spaß bringen? Vielleicht müssen wir auch echt mal für Spaß sorgen. Luxusresidenzen zum Beispiel würden das bringen. Holotheater wahrscheinlich auch. Die bringen auch ein bisschen Einigkeit. Das finde ich ja auch nicht so blöd. Ach. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber bevor die hier schlecht gelaunt werden, schaut mal, die sind auch bei 57. Das ist auch echt nicht so richtig gut. Na gut, komm. Wir bauen denen mal ein Theater. Und Wohnungen haben wir 8, verfügbare Jobs 2. Beim Theater werden da natürlich noch mehr dazukommen. Ich denke gerade auch, dass wir jetzt so langsam dann doch auch mal wieder schauen müssen, dass wir noch mehr Mineralien ranschaffen. Weil wir ansonsten irgendwann da auch wieder ohne Sachen dastehen. Ein Spezialprojekt ist abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Die gefundenen Texte, ach ja, die Übersetzung. Die gefundenen Texte waren weitere Lehrstücke von Telisa, der Geschichtenerzählerin. Die gefundenen Dokumente waren eine Sammlung von Anekdoten, Vorschlägen und Methoden zur optimalen Teilnahme an der interstellaren Diplomatie. Sie schien der Ansicht gewesen zu sein, dass guter Handel und respektvolle Kommunikation für alle beteiligten Parteien mit großen sozialen Fortschritten verbunden sind. Das ist schön, das gewährt Zugriff auf den Reichserlass Lehren der Meisterin. Diplomatisches Vertrauen. Das bringt uns jetzt tatsächlich mal dahinter, haben wir schon ewig nicht mehr reingeguckt, in die Erlasse, die wir alle machen können. Was haben wir denn hier? Das ist das. 75 Einfluss würde es kosten und bringt einen Vertrauenszuwachs von plus 100%. Das ist natürlich diplomatisch für uns herausragend cool. Was haben wir denn hier noch? Fokussierende Kristalle, Schadenenergiewaffen plus 25%. Kristalline Sensoren, die Sensorreichweite erhöhen. Flüchtige Teilchen könnten wir mittlerweile ja auch mal produzieren, die die Trefferpunkte für die Panzerung erhöht. Schaden für Explosivwaffen, Schadenkinetikwaffen, meine Güte, was wir alles machen können. Wir können unsere Schilde verstärken und unsere Unterlichtgeschwindigkeit durch die Gase erhöhen, von denen wir offensichtlich gerade auch eine ganze Menge haben. Naja, 230. Ganze Menge ist übertrieben. Bildungskampagne, Recyclingkampagne, mittlerweile geht das alles tatsächlich auch. Also, das könnten wir uns auch mal überlegen, aber gerade sehe ich da keine, also außer eine Forschungskampagne oder sowas, würde ich das jetzt gerade erstmal nicht tun. So, und jetzt muss ich auch eine Sache machen, fällt mir gerade ein. Also zum einen, lieber Jeremy, ich weiß natürlich, wen du meinst diese Jungs hier. Das sind die Forschungsaliens der Balshir Imartin.
der Hochkurator dieser Forschungsaliens. Und theoretisch könnten wir uns bei Ihnen Forschungsunterstützung besorgen. Wir sind bereit, euch für den Zeitraum von 10 Standardjahren begrenzten Zugang zu unserem umfangreichen Datenbanken zu bieten. Dies sollte einen erheblichen Anschub für eure Forschungslabore darstellen. Das könnten wir machen für 4000 Energieeinheiten und würden dann 120 Monate lang Forschungsgeschwindigkeit plus 10% kriegen und sie mögen uns ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Grundsätzlich ziemlich cool, aber die Energiecredits schwanken derzeit noch so stark, dass ich jetzt bei 5, 6 noch nicht 4000 ausgeben möchte dafür. Ansonsten haben sie uns Erzählungen über die Mysterien des Universums noch anzubieten. Ach, da können wir aber mal fragen, genau, da können wir mal nach dem Ätherdrachen fragen. Oder ist das der andere? Warte mal. Die Sammler. Na, fragen wir ihn mal über den Ätherdrachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Ätherdrache ist, den wir hier jetzt gefunden haben. Oder ob das ein anderer. Wie wird denn der hier beschrieben? Der große Drache wird er beschrieben. Könnte aber trotzdem stimmen, oder? Erzählt mir mal was über den Ätherdrachen. Die Ätherdrachenspezies ist für das Leben in unserem Universum ungeeignet. Der letzte Drache ist stark, aber nicht unverwundbar. Okay, was genau ist er denn eigentlich? Allen Berichten nach sind die Ätherdrachen älter als alle galaktischen Zivilisationen. Einst gab es eine Vielzahl von ihnen, aber ihre Rasse ist schon seit Äonen im Rückgang begriffen. Sie sind für das Leben im Hier und Jetzt ungeeignet. Irgendetwas an den physischen Gesetzen des Universums ist nicht mit ihnen einverstanden. Als ob sie sich in einer anderen Realität entwickelt hätten, was auch tatsächlich der Fall ist. Wir glauben, dass sie die letzten Überbleibsel eines Universums sind, das endete, bevor unseres begann. Die einzigen Überlebenden eines großen Kollaps. Der Drache, nicht weit von hier, ist der letzte seiner Art in der Galaxie, vielleicht sogar im Universum. Sagt uns, wie wir ihn besiegen können, kostet 1000. Ah. Wie würde sich denn unsere Flotte in einem Kampf gegen sie schlagen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich würde entschieden davon abraten, eure Angriffe wären wahrscheinlich eher lästig als bedrohlich. Alles klar. Gut zu wissen, dass wir dafür 1000 Energieeinheiten 25% mehr Schaden an dem Drachen machen können. Das ist ja ziemlich geil. Aber wenn er uns so sehr davon abrät, dann sollten wir es vielleicht jetzt trotzdem noch nicht probieren. So, wir haben auf der Werft unser Weltraumhandelsunternehmen geschaffen, genau. Und ich glaube im Übrigen, dass diese, genau, schaut mal, der Handel, der liegt jetzt bei 178. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal, als ich das hier verbunden habe, diese Systeme, gesagt habe, ah, jetzt ist er bei 99. Er ist um das Doppelte gestiegen. Das muss an diesen Handelsrouten noch gelegen haben, dass der so krass angestiegen ist, der Handel. Also wir haben momentan einen Handelswert von 149. Das kann sich, glaube ich, schon so ein bisschen sehen lassen in der Welt. So. Die Kolonie wird gemacht. Die ist im Aufbau. Der fliegt darüber. Wir müssten doch mittlerweile auch eigentlich einen zweiten Menschen auf Sintiska haben. Wie heißt denn jetzt der Ort hier auf Simtinaska, Siniteska? Simtinaska Bsaat, wo ist denn der? Da, Komat. Da ist jetzt der zweite da, genau. Dann könnten wir eigentlich mal sagen, schau mal kurz in die Forschung, aber... Das dauert noch eine Weile. Es dauert jetzt alles lange genug, dass wir das mal zwischenschieben können. Dann untersuchen wir mal das Dimensionsportal auf Simtinaska Bsaat. Das dauert 4 Monate. Das sollte okay sein, das sich mal anzuschauen. Ich habe noch eine Sache gesehen, die ich ganz spannend finde. Aber die ich immer... Ja, also wir können hier mit unseren... Wir haben leider nur 16 kleine Artefakte. Wir haben ja überhaupt keine Archäologie so richtig machen können bei uns, weil wir einfach viel zu wenig Orte gefunden haben. Aber wir könnten jetzt unsere Artefakte dafür ausgeben, dass wir entweder nach friedlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Artefakte suchen, nach militärischen oder mysteriöse Technologien rekonstruieren. Wir könnten außerdem Museumsausstellungen machen und so weiter. Das ist alles noch was anderes. Aber, militärisch und friedlich würde mich beides sehr interessieren. Kostet. Das Spezialprojekt ist complete, aber er zeigt mir nichts an.
Was heißt das? Heißt das hier, ist irgendwas passiert auf diesem dimensionalen Portal-Forschungsgeschichten-Dings? Ah, hier, Spieglein, Spieglein. Seltsamerweise führt das Dimensionsportal auf Simtinaska B'Saat zu einem Planeten, der Simtinaska B'Saat sehr ähnelt. Noch merkwürdiger aber ist, dass dieser auch ein Signal an uns sendet. Okay, schaltet es auf den Bildschirm. Hier ist Peblen Aidenmost vom Citizen League of B'Saat. Wer seid ihr, Portal-Aliens? Wie, was? Nein, ich bin Peblen Aidenmost. Wer seid ihr? Faszinierend. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, denke ich, dass dieses Portal die Lücke zwischen alternativen Dimensionen überbrückt. Wir sind beide Peblen Aidenmost, aber irgendwann muss etwas in unseren jeweiligen Dimensionen anders verlaufen sein, was dazu führte, dass sie in verschiedene Richtungen abzweigten. Wir sollten durch unser Portal Handel treiben. Beeindruckend, erzählt uns, wie die B'Saat reisen. Also, wollen wir Reiseinformationen? Ich glaube, wir sollten handeln. Wir können es mal versuchen zumindest. Ich wollte das auch selbst vorschlagen, zum Wohle aller B'Saat. Ja, dann macht das doch mal. Will da nicht mal jemand arbeiten? Da wird bestimmt bald jemand arbeiten. Vielleicht kriegen wir dadurch jetzt... Mal schauen. Neue Stufe für Admiral Baldur Nook. Mal schauen, was daraus wird aus diesem Portalhandel. Dafür müssen wir wahrscheinlich einen da einsetzen. Eine Kriegserklärung von unserer Föderation gegen die Bentel-Republik. Sie haben schon beide anderen zugestimmt. Ach, das ist diese kleine Geschichte hier. Das ist auch das Einzige, was von denen da noch da ist. Ich glaube, das hat zwar in einem Unabhängigkeitskrieg, haben die sich mal abgewandt von den Trekpotions oder den Belmarcusa, das weiß ich gar nicht mehr. Ihr könnt natürlich eure Sachen zurückfordern. Da will ich mich nicht dagegen stellen. Apropos Krieg, liebe Leute, ich glaube, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier 50 von 60 schon drin. Dann machen wir die jetzt voll noch, oder? Also, der Kreuzer hat... Wie viel nimmt denn der Kreuzer ein? Die nehmen einen Punkt ein, die 2 und die 4 wahrscheinlich, nehme ich mal an. Komm, einen Kreuzer bauen wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal. Wir sind bei 50, habe ich gesagt. Von der Flotte, ja. Wir bauen noch einen Kreuzer. Und zwar den Edamer. Oh, wir haben kaum noch Legierungen. Das ist krass. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und wir haben gerade auch nicht die Kraft, um das andere Ding nochmal anzuschmeißen hier. Gut, ich würde sagen, wir lassen das. Das kriegen wir auch so hin. Wir können jetzt von beiden Seiten angreifen. Was haben Sie hier? Eine 3500er Flotte. Ich würde gerne von der Reef Stratton den Baldur Nook da abkommandieren. Der kriegt jetzt die andere Flotte. Der soll nicht nur auf einem einzigen Schiff da stehen. Jetzt die Frage, ob wir uns von Nord und Süd da reinkämpfen. Hier ist die 3500er Flotte. Ja, da sollten wir wahrscheinlich die 7 hinschicken. Das braucht nur so ewig, bis die da sind, ne? Aber los, dann schicken wir die mal los und die andere Flotte kommt hier unten hin. Nach Merrill. Oder nee, hier nach Frontal zum Beispiel. Also nee, da nehmen wir nämlich erst die Wall ein. Und dann werden wir uns mal langsam darauf vorbereiten, dass wir gegen die Kormatani hier nochmal vorgehen. Technologie, Bewohnbarkeit plus 5. Das ist ganz gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier jetzt noch machen. Megaplexe. Moment. Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen. Ah, nee, doch noch nicht. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schicken wir dann dieses Schiff doch hier rüber.
Weil hier ist jetzt die Bewohnbarkeit 65. Ich dachte gerade, das wäre jetzt gerade da gelandet. Naja gut, das ist ein 9er, das ist ein 14er, aber hier ist 100%, vielleicht machen wir erstmal das da. Okay, Megaplexe, Terraforming, Staatselementen-Slots. Dann können wir, glaube ich, uns noch ein Staatselement aussuchen, richtig? Das ist auch nicht so schlecht. Systemregierungssitz kriegen wir erst ab. Wie viel darf man dann das Ding bauen? Muss man wahrscheinlich wieder 50 Leute irgendwo stehen, 50 Bewohner haben oder sowas. Das Hyper-Entertainment-Forum, da brauchen wir erstmal überhaupt. Wir haben, bauen gerade das erste Theater. Da ist, bis dahin ist ein weiter Weg. Ayapaha, da muss ich nochmal gucken. Gletscher. Also ich bin gerade entweder beim Gletschern oder tatsächlich beim Terraformen. Aber dafür möchte ich einmal, also zum einen möchte ich einmal gucken nach den, wo jetzt hier diese, hier war das, ne, wo es relativ voll wurde irgendwo. Wo haben wir denn die Gletscherprobleme? Auf Gish? Können wir da noch was rausreißen? Nee. Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo, irgendwo wollte ich hier was abreißen. Hier sind überall tote Bäume des Lebens. Sozialforschung von Jobs, das habe ich ja noch nie gesehen. Auf Kormat und so. Die Bäume des Lebens, die kommen alle von den Kormatani, Mensch. Man findet Sachen hier. Das heißt, das sind eigentlich Orte, wo man sehr gut forschen können müsste. Sozialforschung ist hier super. Gut zu wissen. Vergiss die Generatorwelt, wir müssen forschen. Wir müssen sowieso forschen überall. Aber gut, okay, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich diese Gletscher wegmachen wollte. Dann würde ich sagen, Terraforming müssen wir auch nochmal gucken. Genau, ich möchte sehr viele, nee, das ist der falsche, im Expansionsplaner. So, das hier sind alles Terraforming-Kandidaten. Ist die Frage, geh weg, wo die alle sind. Ah ja, okay, die sind gar nicht so weit weg teilweise. Können wir da nochmal auf Targon 1 haben wir eine 25er Terraforming-Welt. Welche war das? Diese? Nee, B1? Targon 1. 25er karge Welt. Vielleicht nicht so schlecht, wenn wir jetzt schon das erste, was wir finden, gleich so ein Riesenplanet direkt um die Ecke ist. Im Okrom-System, da sind wir eh schon. Da wäre auch noch einer mit einer 12 allerdings. Ich gehe mal nach der Größe. Also Targon wäre der ganz große. Auf Simtinaska haben wir noch eine 23er. Auf Simtinaska haben wir noch zwei große Planeten. Saitara ist auch in unserem Gebiet. Also wir haben viele größere Planeten, die man terraformen könnte. Dazu müssen wir natürlich auch erstmal die Gase irgendwie finden und so weiter. Aber ich glaube, das ist wieder auf etwas längere Sicht gesehen eine sehr gute Geschichte. Machen wir mal. Neue Welten haben wir natürlich wieder nicht als Forschungsrichtung. Aber gut. So ist das Leben. Halt, Moment. Du kommst hier rein. Du kannst zumindest 5% Boni geben. Und jetzt weiß ich nicht, welches Forschungsschiff da gelitten hat, aber unsere Forschungsschiffe haben ja eh nichts mehr zu tun gerade. Wo bist du denn gerade? Achso, doch, du unterstützt hier die Forschung auf Saat, das ist nicht so ganz unwichtig. Dann mach das gerne weiter. Das müssen wir innen drin machen. Bitte weiterhin, achso, macht es auch noch. Okay, gut. Jetzt haben wir nämlich schon wieder negative Energiewerte, weil unsere Flotten unterwegs sind. Die sind jetzt nicht mehr in den Häfen und billig, sondern jetzt fliegen sie und sind teuer. Wachstum des interdimensionalen Handels. Die Spiegeldimensions-Citizen League of Saat berichten, dass ihre Wirtschaft boomt. Mitwirkende Faktoren waren dabei unser Portalhandel sowie der jüngste Sieg über die Warp-Bestien. Okay. Da werden Dienstleistungen und Handelswert produziert. Mal noch einmal schauen auf Simtinaska. Das finde ich ja sehr schön, dass wir das machen. Vielleicht hätten wir auch was Spannenderes noch gefunden, wenn wir nicht gesagt haben, hätten Forschung. Aber also momentan wird hier aber nichts
Hier ist aber kein Handelswert. Aber vielleicht muss da auch erstmal wirklich jemand arbeiten. Wenn ich das jetzt mal hier, wenn ich mal einen darüber schicke, Construction complete. der produziert 21 Forschung, Physikforschung, 8 Handelswert, 12 Dienstleistungen, kostet allerdings einen guten Haufen. Das ist ja herausragend. Großartig. Das wird ein toller Planet. So, was haben wir hier? Die Sternbasis in Dwunga hat ihre Baureihe beendet. Okay. Die haben wir ausgebaut. Das ist sehr gut. Eigentlich müssten wir, stimmt, das wollten wir eigentlich sagen, dass wir da oben eigentlich gar keine hinschicken. Aber ich glaube, beim momentanen Stand der Legierungen können wir jetzt nicht uns hier 10 so eine Dinger erlauben. Tja. Ah, es ist eh gerade durch. Also was ich noch sehe hier, dass wir schon wieder einen galaktischen auf dem... Ups, hier ist offensichtlich ein kleiner Bug drin. Jetzt nicht mehr. Hier ist ein Saat oder auch nicht. Der ist direkt gekauft worden. So ein Ärger. Ja, da hat der Bug unseren Saat gleich wieder weggekauft. Ich gucke jetzt noch einmal. Nee. Da gibt es keinen Saat. Schade. Na gut, also schade nicht. Wir freuen uns, dass es keinen Sklaven gibt. Aber wir hätten ihn natürlich besorgt und befreit, wenn es ihn gegeben hätte. So, ich überlege mir, wie wir da oben an der Station weiterbauen, ob wir da was hinbauen jetzt. Und dann gehe ich davon aus, dass wir beim nächsten Mal den Krieg gegen die Kormatani nochmal erklären, wo die Schiffe noch ein bisschen brauchen. Wir fühlen uns ein bisschen stärker, als wir tatsächlich sind, das muss ich dazu sagen, aber es fühlt sich erstmal alles sehr, sehr viel besser an als noch vor wenigen Runden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.